Der Fußball kommt nach Hause, Joachim Löw's Plan und Amin Arid muss ins Gefängnis. Das sind die Themen des Tages. Mein Name ist Flo, los geht's. Die letzten beiden Achtelfinalspiele waren weniger geprägt von gutem Fußball und besonders bei Kolumbien gegen England dachte man sich so, Mensch, die Fans haben doch bestimmt viel mehr Bock auf Wrestling als auf einen guten Kick. Das beweisen 36 Fouls und 8 gelbe Karten im Achtelfinale. Auf der einen Seite kann Emil Forsberg von RB Leipzig den Schweden das Viertelfinale klar machen in einem fußballerisch eher unansehnlichen Spiel und lässt somit die Schweizer Träume platzen. Das letzte Achtelfinalspiel war dann zusammengefasst ein unglaublich krasser Fight. England musste in der letzten Minute der Nachspielzeit noch das Tor von Jeremina hinnehmen, den Ausgleich zum 1:1 und konnte dann erst im Elfmeterschießen durch einen super guten Save von Jordan Pickford und durch einen Flutscher von David Ospina dann ins Viertelfinale einziehen. Und sein erstes Elfmeterschießen bei einer WM-K.O.-Runde gewinnen. Props an euch. Die Viertelfinals für Freitag und Samstagabend sind jetzt also klar und lauten Uruguay gegen Frankreich, Brasilien gegen Belgien, Schweden gegen England, Russland gegen Kroatien. Und jetzt seid natürlich wie immer ihr gefragt. Wer glaubt ihr, wird sich durchsetzen und steht am Ende im Halbfinale? Lasst es mich wissen. Weil die Meldung ja gestern kam, als wir das Daily schon abgedreht hatten, haben wir jetzt nochmal einige Details für euch. Jogi Löw bleibt Bundestrainer. Er bleibt Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Und das finden natürlich einige eher nicht so geil. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das der DFB weiterhin geschlossen in mich setzt und ich spüre trotz der berechtigten Kritik an unserem Ausscheiden auch generell viel Rückhalt und Zuspruch, erklärte Löw. Es war mir wichtig, nach ein paar Tagen, in denen ich mir viele Gedanken gemacht habe, persönlich mit der DFB-Spitze zusammenzukommen. Dass jetzt aber nicht einfach alles so bleiben kann, scheint auch er begriffen zu haben. Es braucht einen Umbruch, einen Neustart in der Nationalmannschaft und das möchte er einleiten. Ich möchte nun mit ganzem Einsatz den Neuaufbau gestalten. Ich werde gemeinsam mit meinem Team analysieren, Gespräche führen und zum Start der neuen Saison die richtigen Schlüsse ziehen. Wenn man sich seine Aussagen so anhört, finde ich das alles gar nicht so schlecht, aber er muss natürlich auch beweisen, dass er das ernst meint und nicht bei der EM 2020 dann wieder mit Khedira im Mittelfeld starten. Kein Hate oder so. Ich meine nur. Und jetzt natürlich wieder die Frage an euch. Jogi Löw bleibt Bundestrainer. Gute Wahl oder totaler Schwachsinn? Und jetzt kommen wir von einem vielleicht nicht ganz so geilen Thema zu einem wirklich nicht ganz so geilen Thema. Denn vorneweg, ich werde mich nur an die Fakten halten und Spekulationen zur Seite schieben, denn es ist wirklich ein heikles Thema. Amin Arid ist nach der WM-Teilnahme mit Marokko noch in Marrakesch und soll dort in einen Autounfall verwickelt worden sein, bei dem ein Mann ums Leben gekommen ist. Da Amin Arid am Steuer saß und anscheinend auch mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, sind jetzt Ermittlungen gegen ihn aufgenommen worden. Es wird von einer Strafe von zwischen 3 Monaten und 5 Jahren geredet für fahrlässige Tötungen und Schalke wird ihm wahrscheinlich extra Urlaub geben, einfach damit er erstens verarbeiten und zweitens das Ganze auch noch klären kann. Viel mehr wissen wir auch nicht, deshalb ladet euch die OneFootball-App runter, da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und ganz zum Schluss fragt man sich ja immer noch, wie konnte der Weltmeister die deutsche Nationalmannschaft 2:0 gegen Südkorea verlieren und somit in der Gruppenphase der WM ausscheiden. Und jetzt ist wenigstens die koreanische Sicht geklärt, denn es gab eine ziemlich interessante Ansprache vom Trainer in der Kabine vor dem Spiel. Er hat uns in der Besprechung vor dem Spiel gesagt, dass die deutschen Spieler die Nase weit oben haben, sie arrogant sind, schon alles gewonnen haben und nichts mehr erreichen wollen, erinnert sich Ku an die Rede seines Trainers. Shin habe festgestellt, Deutschland hat keinen Hunger mehr. Und ja gut, was soll man sagen? Genau so sah es dann auf dem Platz aus. Deutschland hatte keinen Hunger mehr und Südkorea versetzte ihnen den Gnadenstoß. Genauso wie ich jetzt den Daily News, denn das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.